Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Und hier in Folge 58 sind wir jetzt in einem kleinen Krankenzimmer. Was gibt's denn hier so? Weiß ich nicht, vielleicht kann man sich hier schlafen legen. Nein. Kann man nicht. Oh, schon wieder ein Schalter. Oh, noch einer. Okay. Sehen wir erstmal, was hier... Ah, ein Item. Und eine verschlossene Tür auf der linken Seite. Ein Sonderbonbon. Yummy. Gut. Nee, immer nur Small. Fehlt uns davon eigentlich noch was, was wir noch nicht gefangen haben? Ich glaube nicht, oder? Wollt ihr noch ein Smogon haben, oder? Ich weiß es nicht. Wir wollen alles haben. Ah, ihr wollt, okay. Gotta catch them all. Stimmt, stimmt. So. Wer will, wer es, nicht will es nicht tun? Vielleicht Fallgrube. Ah! Oh. Surprise! Hier wird gerade die Pose von Slimer nachgeahmt. Wollt ihr das haben? Ich weiß gar nicht, haben wir Slimer schon oder noch nicht? Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Kannst du ja nochmal Schlitzer machen und falls es nicht Volltreffer ist, dann... Ne, es wird... es wird ein Volltreffer. Okay, wir wollen keinen Slimer. Ich könnte ja sonst nochmal gucken im Pokédex kurz, ob wir das haben. Ab welcher... Wisst ihr ungefähr, welche Nummer das Ding hat? Simon... irgendwas. Irgendwas mit 7, glaubst du? Okay, man's nicht... Bonita haben wir also schon. Da war's gerade. Haben wir noch nicht. 88, naja, fast. What? Gut. Bo und? Ah, da, okay, haben wir nicht. Und also, Bonita auch Slimer nicht? Slimer und Slimer haben wir. Doch, Bonita hatten wir, oder? Weiß ich nicht. Das war eigentlich gerade mit dem Ball okay. Daneben. Ja, okay, dann haben wir das. Vertrauen wir mal. TN22. Angucken, angucken. Sofort beibringen. Sofort beibringen. Ja, mal sehen. Blind. Dem aktiviert. Oh Hotel ja. Solarstrahl. Kann das jemand lernen? Smetbo und Mio und Smetbo. Smetbo kann das lernen, na gut. Das wäre ja was. Na, aber für Smetbo eine Runde dann zu überleben. Ja. Na, das ist auch... Oh. Oh, verdammt, okay, was schmeißen wir weg? Epic Fail. Können wir irgendwas einsetzen? Du könntest vielleicht? Das Carbon einsetzen. Nee, ich setze das Sonderbonbon ein. Ah, okay. Obwohl, das hätte ich lieber für Glotexo, glaube ich, machen sollen. Naja, egal. Nächstes Mal. Mach's mit dem hier. Der Fragezeichen öffnet. Was ist das? Keine Ahnung. Guck mal nach. Vielleicht kann er jetzt die Türen aufmachen, ohne dass man zu den Schaltern läuft. Mhm. Maybe. Tja, wo waren wir denn noch nicht in diesem Haus? Wir sind noch nicht runtergesprungen an der einen Kante da. Vielleicht kommen wir da noch weiter in den Keller. Tja, Johann, dann findet ihr mal die Stelle. Okay. Da wo wir waren, wo ich nicht hingehen sollte. Genau die. Ja. Dann weiß ich wohl. Ich glaube, du musst den Schalter dafür nochmal betätigen gleich, wenn du davon nee, wir haben doch jetzt den alles öffnen. Achso, also, meinst du? Wir können es mal ausprobieren. Oh yeah. Slimog is back in the house, bitch. Na, ist ein bisschen zu heftig. Das ist Hip-Hop-Slimog. Ja, Hip-Hop-Slimog wird's jetzt mit Dictree. Okay. Was schlambert? Boah, was? Volltreffer? So ist das, wenn man einen Volltreffer abbekommt. Mist. Dann zeig ihm mal einen Volltreffer. Oh je. Schade. Tja. Ey. Vielleicht ist der Schaufler auch gar nicht so schlecht an der Stelle. Oh, Komprimator. Das macht nichts. Ha, Volltreffer. Sehr gut. Oh, doch nicht. Was soll's? Und es geht ein weiterer Hyperheiler in eins unserer Pokémon. Dann lauf mal, Johann. Ja, dann mal weiter geht's. Was sehen wir gerne? Ein Slimer hätte ja nochmal was, dann könnten wir uns das direkt fangen. Glotexo geht langsam auf der Schlitze aus. Ja, dann machst du hier noch vielleicht irgendwie Zerschneider oder Kratzer oder so erstmal. Ah, es dauert aber auch wieder so lange. Obwohl, vielleicht ist es jetzt stark genug. Fast. Stimmt. Hättest du ihm mal das Carbon reingeschoben. Ja. Carbon braucht er nicht, das Sonderbonbon hätte er vielleicht. Was macht Carbon denn? Carbon, Tja. Nope, funktioniert nicht. Wofür ist der denn dann gut? Was macht der denn? Weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch nicht auf Anhieb wissen. Guck doch mal nach. Vielleicht steht da was. Ja,
da steht doch nie was. Da steht nur, oh, du kannst es hier nicht benutzen. Ja, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ah, okay. Mensch, werden wir hier von Professor Eich beobachtet? Das ist ja Wahnsinn. Rund um die Uhr. Huch. Ja. Ah, du musst noch einen Schalter wieder aktivieren, damit das offen ist. Och nö. Naja, gut. Welchen denn? Ach, der ist da drin, aber da ist zu, oder? Ja, da ist doch bei der Seite noch einer. Ach so. So. Ultra. Na komm jetzt aber. Komm schon. Oh oh. Das könnte jetzt sehr böse ausgehen. Oder auch nicht. Hurra! Yay! Wann entwickelt sich Clotexo denn? Noch ein Level. Noch ein Level? Jupp. Okay. Na, dann sind wir ja mal gespannt. Schaffst du das noch in dieser Folge? Unwahrscheinlich. Obwohl... Vielleicht nochmal heilen. Das war jetzt strategisch nicht so schlau. Du musst die Zuschauer jetzt... das musst du sie auf die Folter spannen. Vielleicht schaffen wir das noch. Ach so. Okay, ich bin einfach zu ehrlich. Vielleicht schaffen wir das noch. Ja, es könnte sein. Was macht denn jetzt dieser Fragezeichenöffner? Ja, irgendwann finden wir es schon raus. Naja, haben wir denn noch irgendwelche Türen, in die wir nicht reinkommen? Ich denke, wir haben alles erkundet. Achso, hier wart ihr überall. Okay. Oder? Ich erinnere mich jetzt nicht an irgendwas, wo wir noch nicht waren. Und Level up? Oh. Warte, mal sehen. Wollen wir die Spannung beibehalten oder gucken wir mal, wie viel er noch braucht? Kannst ja auch mal gucken, wenn du willst. Ja. Bin auch ganz neugierig. Oh, nur noch ganz wenig. Ja, ja, das ist 4 Pokémon sind das noch ungefähr, die man hier besiegen muss. Hm. Da ist schon das erste. Keine gute Idee, das wird wieder vergift. Na und, wir haben Schlitzer. Nee. Schlitzer tötet alles. Verteidigung ist zu hoch, das dauert zu lang. Ja, ist vielleicht eine weise Entscheidung. Okay, gucken wir mal, was hier ist. Ah, Notausgang, okay. What the? Ja, gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Ja, dann sind wir also in dem Haus wahrscheinlich fertig. Ja. Tja, wo gehen wir denn dann hin? Ach so. Der Fragezeichen öffnen, na klar, ich weiß, wofür der ist. Du weißt, wofür der ist? Ja klar, der ist für die verschlossene Arena. Die war verschlossen, oder? Na gut. Oder? Die war doch verschlossen. Ich dachte, der wäre nicht da, der Arena-Leiter. Ja, und dann hat er die Tür abgeschlossen. Aber er war bestimmt doch da und hat einfach die abgeschlossen und hat gesagt, so, wer den Fragezeichen öffnet hat, kommt ja auch nicht rein. Oh, ach so, okay. Ja, wir haben jetzt noch ganz schön eine volle... das Haus links unten. Warte. Pokémon-Labor. Da waren wir noch nicht drin. Das hier? Ja. Genau, wieso wart ihr da noch nicht? Das ist, glaube ich, das einzige Haus, in dem wir noch nicht drin waren. Im Moment. Jetzt, ne? Wollten wir halt noch nicht rein. Wir forschen... Warte. Ja, jetzt habe ich... Wir stellen oft Gutachten über seltene Pokémon. So, okay. So. Was ist das für ein Bild? Der Gründer des Laboratoriums, Dr. Fuji. Na, der sieht aber nicht gesund aus. Okay. Konferenzraum. Hallo, willst du dein Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Woher weißt du, dass wir Raichu haben? Keine Ahnung. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Ah, den kennen wir doch, oder? Der ist doch vom Mondberg. Ja, stimmt. Der Typ hat uns das Fossil geklaut. Der miese Revenge. Bengel. Besitzt du einen Blutzock? Willst du es gegen Tangela tauschen? Niemals. Haben wir einen Blutzock? Blutzug haben wir sogar, glaube ich. Das ist ein ziemlich guter Tausch eigentlich, oder? Niemals. Okay, Forschung und Entwicklung. Da wollen wir hin. Hier sind wieder forsche Leute. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Wahnsinn. Interessant. Diese ganzen Forscher. Zack, zack, zack. Ich habe eine TM konstruiert. Sie verursacht die verrücktesten Dinge.
Dein Rucksack ist zu voll. Ah, das ist Metronom. Ja gut, so holen wir Metronom. Warte, Carbon. Was macht es? Ach, geben wir es mal... Ich sag Diktri. Gut, geben wir es Diktri. Ah, Initiative. Oh. Da braucht es noch viel Initiative. Ja. Also, wahrscheinlich... Alex weiß schon, was das ist, also brauchen wir es sonst, glaube ich, auch nicht anzugucken. Du hast den PC vergessen zu hacken. Habe ich schon gängig. Oder habe ich versucht. Okay. Zu viel. Versuchsabteilung. Oh. Okay, der lässt sich hacken. Wollen wir noch ein paar Items ablegen? Können wir hier eigentlich auch machen, ja. Oder in der Folgenpause. Okay. Zwischendrin. Ja, ja. Dann räumen wir wieder mal auf, nach dem ganzen Gekämpfe hier. Gut. Oh, ich suche nach Ponyta. Tausch du es gegen Jurob? Jurob haben wir schon. Ja. Ponyta auch. Tausch, okay. Machen wir nicht. Hallo, ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Wir haben Fossilien. Ja, Altbernstein. Oh, das ist ein Altbernstein. Es ist ein Fossil von Aerodactyl, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib mir schnell her, damit ich fortfahren kann. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Okay, und wie lange dauert das jetzt? Zwei Folgen. Warte, jetzt. Zwei Folgen. Jetzt. Es wird einige Zeit dauern. Okay. Ja. Ja, wie witzig. Na gut, okay. Der hat echt geredet wie aus seiner Werbung. Dank modernster Technik können wir jetzt schon aus Fossilien das neue Head and Shoulders... Ah, nee. Okay, versuchen wir mal. Oha. Oh, ja? Jetzt warte. Ist jetzt tatsächlich offen. War sie offen oder sind wir jetzt einfach hier rein? Hey, warte du Champion in Spe. Hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest dein Mütchen mit Wasser kühlen und besorge dir Feuerheiler. Niemals. Brauchen wir nicht. Frag mal die Statue, wer hier schon, Na, wer war denn schon hier? Mal sehen. Nur Doofmann. Ja. Doofmann. Doofmann haben wir auch schon richtig lange nicht mehr gesehen. Niemand anderes als Doofmann. Ja, ja, also, bevor wir hier jetzt in der Arena loswüten, würde ich sagen, trainieren wir noch mal ein bisschen. Ja, okay. Und, schauen uns dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge das an. Wir haben jetzt auch noch auf jeden Fall eine Route von der Zimmernova-Insel nach Norden, Richtung Alabastia, wenn ich mich richtig erinnere, und Ach so, da wollen wir entlang, Sir. Also entweder das können wir noch machen, oder wir waren noch nicht in... In Saffronia City genau, waren Saffronia wir noch nicht. City. Ja, also okay. Wir waren schon mal da im Dojo, haben da erfolgreich ein... Ein Kikli? Oder ein Nocturne ergattert, weiß ich gar nicht mehr. Ja, eins von beiden. Aber wir waren noch nicht in der richtigen Arena, wo wir dann einen Orden kriegen. Und wir haben auch noch nicht, Team Rocket aus der Stadt verjagt, ne? Die laufen da nämlich überall rum und versperren auch die Häuser und so. Also das wollen wir erstmal zur Arena dann erstmal. Ja, wir schauen mal, wir überlegen uns das in der Folgenpause und nach diesem Kampf, denke ich. Okay. Machen wir dann. Sagen wir dann erstmal Tschüss. Okay, gut. Was denn? Oh, wolltest du schon kämpfen? Alex? Nein, mach mal. Dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge. Jo. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.